Herzlich willkommen um 11.33 Uhr. Wo bin ich heute? Beim Deutschen Roten Kreuz. Und der Grund, warum ich hier bin, der ist ein ganz netter. Ich wollte euch nur zum Eingang hier sozusagen einen Teil der riesigen Anlage hier in der Erkrather Straße 208 zeigen. Aber es geht gar nicht hier um, es geht um Weihnachten. Nämlich genau, ich zeige euch mal. Und zwar machen wir, ich bin nämlich hier, was ihr vielleicht gar nicht wisst, ich bin nämlich DRK-Botschafter und wir machen heute hier Weihnachtskarten und wir machen Fotos da. Und ich will euch einfach mal heute die Menschen sozusagen hinter der Kamera vorstellen. Das ist Herr Sascha Lamotzek, der ist Fotograf und der macht hier die Bilder beim Roten Kreuz. Ich zeige euch mal, wo wir hier sind. Das ist so eine leere Halle hier und hier ist eine weiße Wand, da stehe ich gleich vor. Und alle DRK-Botschafter werden heute fotografiert, um dann coronamäßig alle einzeln die Weihnachtskarte zu machen für dieses Jahr. Sascha, wir wollen über Fotos reden. Wie lange machst du das schon? Also hauptberuflich mittlerweile seit 12 Jahren. Gelernt habe ich es von der Pike auf. Schon als kleiner Junge habe ich im Fotolabor gestanden. Kann sogar noch analoge Filme entwickeln. Aber du hast nicht von Anfang an Fotograf gelernt, du warst erst was anderes. Das ist richtig. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, unter anderem tatsächlich vor 30 Jahren eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Bin als Quereinsteiger zur Fotografie gekommen. Erklär mal den Übergang. Also irgendwann standst du oder lagst du unter einem Auto, was du reparieren solltest, dann hast du gesagt, jetzt muss ich was anderes machen. Ja, ist zum Glück nicht auf mich draufgefallen, aber ja, ich hatte einfach dann irgendwann das Interesse verloren, wollte ein bisschen kreativ sein. Ich habe eine kreative Ader und habe dann mich dazu entschlossen, in die Fotografie komplett einzusteigen. Was ist das so für ein Prozess? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Jetzt kommt ja schleichend, oder? Ja, das lief parallel. Also ich habe schon als Kind fotografiert und bin dann einfach übergegangen, habe gesagt, dann habe ich wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und der Prozess der Fotografie lief immer im Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, mach sie beruflich. Und war das schwer am Anfang oder warst du froh, dass du endlich da warst, wo du immer hin wolltest? Zum einen war es schwer, ja, aber ich war auch froh, dass ich da war, denn ich bin ja auch nicht der einzige Fotograf und man muss sich schon durchsetzen und ist eine schwierige Aufgabe, aber ich bin glücklich, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Jetzt hat sich ja in der Zeit, wo du Fotograf bist, eine Menge getan auch, ne? Digitalisierung. Wie hat sich das so bemerkbar gemacht in deinem Job? Ja, vor allem finanziell. Also heutzutage braucht man keine Filme mehr in die Entwicklung geben. Es gibt viele automatisierte Verfahren in der Fotografie und es ist insgesamt günstiger. Damals hat man den Film entwickelt, ist noch ein Belichtungsmesser rumgelaufen, um die Fotos optimal auszubelichten. Und ja, mittlerweile geht das alles automatisch und die Technik hat uns da sehr weitergebracht, ist schon ein Fortschritt. Trotzdem finde ich die analoge Fotografie immer noch sehr spannend. Wie geht es denn so mit der Kundensuche? Das ist ja auch wahrscheinlich für Profifotografen schwerer geworden, weil viele denken sich vielleicht, oh, kann ich ja selbst machen. So, ne? Ja, durchaus, aber Fotografen haben einfach, so wie ich jetzt und viele meiner Kollegen auch, einfach jahrelange Erfahrung, die kommen irgendwo hin, wissen, was sie tun müssen. Beispiel Hochzeit, die kennen die Abläufe einer Hochzeit und so weiter. Die haben Talent für verschiedene Perspektiven und sind da vielleicht den Privatleuten, die aber auch super Fotos machen, ein bisschen im Vorteil. Ja, wir sind hier beim Deutschen Roten Kreuz. Was ist das Besondere hier, wenn du mal so zurückblickst? Du machst das ja schon einige Jahre. Ja, also fürs Deutsche Rote Kreuz jetzt hier in Düsseldorf bin ich seit 3 Jahren tätig. Auch für ein anderes DRK bin ich auch tätig. Und ja, das Besondere ist immer hier dieser Ehrgeiz und dass wirklich hier den Menschen geholfen wird. Man merkt wirklich, das ist eine richtige, schöne Teamarbeit hier und macht immer Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, immer freundlich und haben immer den menschlichen Gedanken. Finde ich wirklich klasse. Also ich bin gerne hier. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, mein größter Wunsch ist wirklich, wenn wir schon beim DRK hier sind, den Jungs und Mädels hier weiterhin viel Erfolg und ein Danke für die Zeit in der Corona-Krise jetzt. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir da irgendwann hoffentlich mal einen Deckel drauf machen können, dass wir diese doch für alle sehr schwierige Zeit hinter uns lassen können, hoffentlich. Das ist eigentlich mal wirklich mein größter Wunsch im Moment. Einen größeren habe ich nicht. Was ist denn dein Lieblingsessen? Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Ich ernähre mich sehr gesund. Macht ja nichts. Ich habe gerade Fläumchen geschnuppert hier vom Catering-Buffet. Wir haben sogar Catering hier beim Roten Kreuz. Es gibt ganz süße Sachen und es gibt sogar Obst da hinten und Wasser. Nee, aber dein Lieblingsessen, erzähl, egal was. Also ich esse sehr gerne grüne Bandnudeln mit Lachs.
ist aber eine Ansage. Sag mal, wir ergänzen jetzt unsere Interviewfrage. Viele Menschen sind immer, also neuerdings interessiert am Thema Nachhaltigkeit. Fällt dir was ein in deinem Alltag, wo du dich so in letzter Zeit vielleicht ein bisschen auch verändert hast, dass du weniger Verpackung nimmst oder so, oder bist du immer noch gleich wie? Fällt dir was ein da so? Ja, absolut. Also in puncto Nachhaltigkeit achte ich in der Tat darauf, möglichst wenig Plastik zu verwenden. Papiertüten stehen auch schon bei mir ganz oben auf der Prioritätsliste und ja, von der Ernährung her auch. Also ich kaufe halt auch viele lose Ware und ergibt sich bei mir durch Früchte und mein Essen eh. Und ja, ich versuche es zu praktizieren. Man kann sich leider nicht immer dran halten oder man versucht es. Du bist im Thema drin auf jeden Fall. Sascha, ich freue mich hier als DRK-Botschafter, dass ich jetzt von dir hier fotografiert werde für die Weihnachtskarte. Machen wir das Beste draus. Hast du schon, gibt es schon Spekulatius überall. Das finde ich immer ein bisschen schrecklich. Ne? Ich bin heute gern gekommen, aber das Weihnachtsgebäck kann ich noch nicht essen. Ich auch nicht, aber ich habe zumindest in meiner Instagram-Story heute das erste Mal Wer mit Last Xmas veröffentlicht. Ich glaube, ich bin einer der Ersten. Nee, es ist keine Zeit noch für Weihnachten, noch nicht. Selbst das Fotoshooting fällt mir ein bisschen schwer jetzt, aber muss ja. Dann sage ich gleich schon mal frohe Weihnachten als DRK-Botschafter. Schönen Advent. Genau, schönen Advent. Wir sagen tschö hier aus dem Deutschen Roten Kreuz, vom Deutschen Roten Kreuz hier in Düsseldorf in der Erkrather Straße. Und jetzt machen wir Fotos. Macht's gut und bis bald. Tschö.